guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen hier im Literaturhaus für diesen Gedenkabend für Mariella Mehr. Und wenn ich mir diesen Saal anschaue und Sie anschaue, sehe ich, wie lebendig dieses Gedenken ist und dass Mariella Mehr bei uns ist, dass sie gelesen wird von den Lesern, von den Schreibenden, und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Christa Baumberger, Thomas Emmenecker, Jal Inokay und Miriam Japp, und neben mir stehend Anna Rüscher, die diesen Abend zusammen bestreiten werden. Ich möchte mich von Anfang an sehr, sehr herzlich beim Limmat Verlag bedanken dafür, dass er so viele Jahre schon so leidenschaftlich und so engagiert und so qualitätsbewusst das Werk von Mariella Mehr herausgibt, dass er auch diesen Abend initiiert hat und mit uns durchführt. Vielen, vielen Dank, dass wir hier die Gastgeber für diesen Abend sein können. Und Mariella Mehr war das letzte Mal, sie schaut uns ein bisschen zu heute Abend. Sie war das letzte Mal 2017 im Literaturhaus zu Gast. Damals war es der 70. Geburtstag, den wir gefeiert haben. Und auch damals schon hat an diesem sehr schönen Abend Christa Baumberger auch durch den Abend geführt und ihn auch vorbereitet. Und ich werde gleich das Wort übergeben. Christa Baumberger ist Kuratorin von Ausstellungen, im Moment oder in diesen Jahren die Lied-Afrika-Ausstellung im Strauhof. Sie ist Herausgeberin unter anderem von Emmy Hennings und von Friedrich Glauser. Sie ist auch die Leiterin der Stiftung Lita seit 2018, wo sie Literatur auf die Bühne und zu den Menschen bringt. Und ich freue mich sehr auf diesen Abend, dass Sie alle da sind, und möchte Christa das Wort übergeben. Ja, guten Abend von meiner Seite und herzlich willkommen hier im Literaturhaus Zürich. Danke, Isabel von Landen, für die Begrüßung, und danke vor allem, dass du an die Doppelbuchvernissage 2017, die wir hier feiern durften. Ich habe den Abend in extrem lebendiger Erinnerung. Es war ein ganz besonderer Abend. Es war der letzte Abend, an dem Mariella Mehr eben hier zu Gast war. Ich sehe sie noch vor mir. Sie war etwas in Eile. Sie ist in letzter Minute angerauscht, möchte ich fast sagen. Denn sie war am selben Abend doppelt gebucht. Sie wurde doppelt geehrt. Sie hat nicht nur hier eine Doppelbuchvernissage feiern dürfen. Ich zeige Ihnen ganz rasch die zwei Bücher. Sie sind so schön mit dem Umschlag von Merit Oppenheim. Der Limmat Verlag hat die Romantrilogie «Das Kind», «Brandzauber» und «Angeklagt» neu herausgegeben. Und eben am selben Abend wurde auch dieser Band hier Widerworte präsentiert mit Kurztexten von Mariella Mehr. Also ein doppelt schöner Abend, und gleichzeitig hat sie einen Literaturpreis der Stadt Zürich erhalten, und sie musste im Prinzip an zwei Abenden gleichzeitig anwesend sein. Sie sehen sie hier auf der Foto eingeblendet, leicht verschwommen leider nur. So sah sie aus 2017, glücklich, verschmitzt, zufrieden, lächelnd. Und so begleitet sie uns heute auch durch diesen Abend. Auch heute geht es um eine Ehrung, es geht aber gleichzeitig auch um Erinnerung. Sie wissen es alle, Mariella Mehr ist im September 2022 verstorben. Ich selbst habe viele Jahre lang am Schweizerischen Literaturarchiv ihr Archiv betreuen dürfen. Und wenn man in einem Archiv arbeitet, dann arbeitet man, salopp gesagt, für die Ewigkeit. Man will, dass die Dokumente für die Nachwelt aufbewahrt werden. Man möchte für zukünftige Generationen die Materialien überliefern. Aber wenn man in einem Archiv arbeitet, dann ist man eben auch an dem Ort, wo das Vergessen extrem rasch und extrem radikal und unerbittlich einsetzt. Kaum liegen die Materialien in den Archivschachteln geordnet da, dann versinken sie manchmal schon fast in einem Dornröschenschlaf, und man fragt sich, ja, wachen sie irgendwann überhaupt wieder auf? Bei Mariella Mehr hat mich das besonders betroffen gemacht. Es hat mich richtig wütend gemacht, weil ich finde, es kann nicht sein, dass ihre Geschichte, dass ihre Geschichten vergessen gehen. Sie sind zu einschneidend, und zu einschneidend ist, was ihr und eben bei weitem nicht nur ihr geschehen ist.
Mariella Mehrs Literatur, die schneidet direkt in eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und ich möchte hier nur zwei Stichworte nennen. Ich denke, wir werden im Gespräch dann darauf zu sprechen kommen. Das erste Stichwort ist Kinder der Landstraße, Projekt der Pro Juventute. Das ist gelaufen von 1926 bis 1973. Rund 600 Kinder wurden ihren Eltern entrissen, jenische Kinder. Sie wurden fremdplatziert in Heimen, in Anstalten und sind unter Vormundschaft aufgewachsen. Das zweite Stichwort heißt administrative Versorgung. Von 1930 bis 1981 wurden in der Schweiz mehrere 10.000 Menschen, geschätzt 60.000 Menschen, ohne Gerichtsurteil und ohne dass sie eine Straftat begangen hatten, in Anstalten zwangseingewiesen. Oft reichte es, dass jemand als sogenannt arbeitsscheu oder als liederlich bezeichnet wurde. 2014 wurde vom Parlament anerkannt, dass das Unrecht ist. Es wurde eine Expertenkommission eingesetzt, die hat lange Arbeit gemacht. Der Schlussbericht ist 2019 publiziert worden in 10 Bänden. Aber es ist uns allen klar, das Thema ist damit längst nicht erledigt und es ist schon gar nicht fertig aufgearbeitet. Es muss in unserem kollektiven Gedächtnis verankert und die Erinnerung daran muss wachgehalten werden. Und dafür, genau dafür brauchen wir die Literatur. Dazu brauchen wir engagierte, sprachmächtige AutorInnen wie Mariella Mehr. Wir brauchen aber vor allem auch eine junge AutorInnen-Generation, die schreiben und die in ihrem Geiste weiterschreiben. Als ich letzten Sommer auf diesen Roman gestoßen bin von Yael Inokai, da hat es in meinem Kopf eine Riesenzündung gegeben. Er heißt Ein simpler Eingriff, er ist letztes Jahr bei Hanse erschienen. Und ich finde, Yael Inokai ist eine eng Verbündete im Geiste von Mariella Mehr. Sie ist genau an den Themen dran, die eben auch Mehr so umgetrieben haben. Psychiatrie. Die Macht von Institutionen, der Zugriff, auch der Übergriff auf Individuen, aber auch Themen wie Selbstermächtigung und Selbstbestimmung und nicht zuletzt auch die Liebe. Ein simpler Eingriff ist Yael Inokais dritter Roman. Bereits im zweiten Roman Mahlstrom, für den hat sie 2018 einen Schweizer Literaturpreis erhalten, geht es auch um ein Thema, das wie ein roter Faden sich durch das Werk von Mariella Mehr zieht. Es geht um eine Gewalttat unter Kindern. Ich freue mich sehr, Yael Inokai, dass Sie heute Abend hier sind, dass Sie mit uns über Ihren Zugang zu Mariella Mehr sprechen werden und in diesem Zuge auch Ihren Roman uns vorstellen. Als zweiten Gast begrüße ich Thomas Emenecker. Thomas Emenecker ist Psychiater und Sozialunternehmer und er hat sich zeitlebens für Reformen eingesetzt in der Psychiatrie. Ich nenne hier nur ein Projekt, allerdings ein sehr großes und ein sehr beeindruckendes Projekt in Mailand. Es heißt Olinda, es ist ein Kultur- und Sozialunternehmen und zwar wurde da die ehemalige psychiatrische, das Irrenhaus von Mailand in einen neuen Stadtteil verwandelt. Thomas Emenecker war leitender Arzt. Er hat zuerst jahrelang in Italien, in Triest, in Mailand gearbeitet. Er war dann leitender Arzt an der kantonalen psychiatrischen Klinik in Mendrisio und hat sich dort engagiert für ein offenes Behandlungskonzept. Wir werden mit ihm zusammen einen Blick auf dieses riesige, weite Feld der Psychiatrie im 20. Jahrhundert unternehmen. Wir werden auch versuchen, das eine oder andere Schlaglicht auf die heutige Situation zu werfen. Mit auf der Bühne ist die Schauspielerin Miriam Japp. Sie liest die deutschen
Texte von Mariella Mehr und wir werden am Schluss auch Anna Rüscher hier auf der Bühne begrüßen dürfen. Anna Rüscher ist selbst Autorin, sie ist Übersetzerin und ich darf sagen, sie ist die italienische Stimme eigentlich von Mariella Mehr, eine enge, langjährige Weggefährtin. Sie wird am Schluss zwei Gedichte in italienischer Übersetzung von Mariella Mehr lesen. Es ist mir bewusst, es sind viele Freundinnen, Bekannte von Mariella Mehr heute Abend hier im Raum. Ich möchte nur eine Person, eine sehr spezielle Person hier begrüßen namentlich. Es ist Christian Mehr, der Sohn und zugleich das jüngste Mitglied der Familie Mehr. Wenn ich vorhin betont habe, wie wichtig Erinnerung ist, dann denke ich dabei zuallererst eben an Christian. Denn bei dir, Christian, laufen die meisten Erinnerungen zusammen, sehr persönliche Erinnerungen. Und ich freue mich sehr und ich bin auch irgendwie sehr berührt, dass du heute Abend hier da bist. So viel zur Einleitung. Ich möchte gern eine Frage den zwei Gästen zuspielen, und zwar zuerst gerne Yael Inokay. Sie sind eine Nachgeborene, sehr viel jünger als Mariella Mehr. Wie sind Sie auf sie gestoßen, auf ihr Werk? Ich bin, also erstmal herzlichen Dank für die Einführung. Ich bin auf Mariella Mehrs Werk gestoßen über eine Empfehlung tatsächlich. Also das hat mir eine befreundete Autorin, hat mir das ans Herz gelegt, als ich an Mahlstrom geschrieben habe. Und also Sie wissen wahrscheinlich auch, es ist oder war nicht so einfach, an Werke von Mariella Mehr ranzukommen, weil einiges vergriffen war beziehungsweise ist. Und als ich aber angefangen habe, mich mit ihrem Werk zu befassen und dann auch mich immer tiefer eingelesen habe, ich hatte so ein Alert bei Booklooker. Also jedes Mal, wenn wieder irgendwie ein gebrauchtes Buch irgendwie so auf den Markt kam, dann konnte ich mir das runterziehen, weil das war auch teilweise während der Pandemie, wo man natürlich nicht in die Bibliotheken gehen konnte. Und ich lebe in Berlin und die deutschen Bibliotheken hatten teilweise die Werke von ihr nicht vorrätig. Und das Tolle ist natürlich bei einer Autorin, die eine so lange Schaffensperiode hatte, dass man so das enorme Glück hat, eigentlich über Jahrzehnte des Schreibens, also diese Jahrzehnte des Schreibens so nachverfolgen zu können. Das ist ein großes Privileg, finde ich. Thomas Emenecker, Sie haben uns etwas voraus, Sie sind Zeitzeuge. Haben Sie Mariella Mehr persönlich gekannt oder wie sind Sie auf Mariella Mehr und ihr Werk gestoßen? Ich war ein junger Student und was sie mit mir gemacht hat, also über das, was sie geschrieben hat, sie hat mich in einen tiefen Zwiespalt gestoßen, weil sie war ja Ende 70er Jahre, Anfangs 80er Jahre, fast die einzige Stimme, die so radikal und so genau den Finger auf das legte, was eben weh machte, diesen großen Institutionen. Und ich war ja dabei damals, eben meinen Arzttitel zu bekommen und wollte dann auch Psychiater werden. Und das ging dann einfach nicht mehr so. Und weil sie war die Person, die Kellertüren der Institutionen aufgemacht hat. Und da kamen dann plötzlich all die Leichen hervor, die da noch hausten. Und immer noch hausen. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Und das war mein... Ich habe sie persönlich nie kennengelernt, aber sie hat mich eigentlich immer begleitet in dem, was ich gemacht habe. Und was ich eigentlich von ihr gelernt habe, dass sie war so eine Entdefinierungskünstlerin. Also sie leistete immer Widerstand gegen Definitionen. Und das ist dann, was hat mich eigentlich
durch mein ganzes Leben hat mich das angeleitet. Und das habe ich dann versucht, auch dann praktisch umzusetzen. Und Sie sind gar nie richtig in die Institution Psychiatrie eingetreten. Stimmt das? Und da, das ist, da hat Mariella Sie dazu, also im Prinzip schon bei, auf der Schwelle quasi wieder zurückgedrängt. Nein, nein, ich bin da sehr stark eingetreten. Also ich war eigentlich fast immer in Italien. Ich habe nur 10 Jahre in der Schweiz gearbeitet. Aber als ich schon ein bisschen das Handwerk konnte und in diesen Jahren in Italien bin ich auch viel herumgereist und habe wirklich das Schlimmste und das Schönste gesehen in der Psychiatrie. Also etwas vom Schlimmsten, was ich gesehen habe, das war in Leros. Und etwas vom Schönsten, das war die Arbeit in Triest. Und also eben, das gibt das unwahrscheinlich vielfältige Erfahrungen in der Psychiatrie, auch sehr gute. Und ich habe auch ganz tolle Sachen gesehen, ganz tolle Sachen gemacht, aber auch wirklich ganz scheußliche Sachen mit angesehen, mit angepackt. Wir werden auf die Psychiatrie gleich nach der ersten Lesung dann vertiefter zu sprechen kommen. Ich möchte gern eine Frage noch an Yael Inokay stellen. Von Ihnen habe ich jetzt gerade erfahren, dass Sie von Mariella Mehr gelernt haben. Sie schreiben in Ihrem schönen und eindrücklichen Essay in der Republik, der ja auch eine Hommage ist an Mariella Mehr, dass Sie in Dankbarkeit verbunden sind mit der großen Autorin. Können Sie dazu etwas sagen? Das finde ich ein schönes Wort, Dankbarkeit, einer Autorin dankbar sein. Na, ich finde, es braucht ganz schön viel Kraft und Mut und Ausdauer. Ich sage jetzt mal, in einem Land wie der Schweiz so offen und ehrlich zu sprechen und gegen dieses Schweigen anzusprechen und das so lange und so kontinuierlich und immer wieder zu tun, also ich kann da gar nicht anders als dankbar zu sein. Und also ganz abgesehen davon würde ich auch sagen, dass ich von ihr auch als Autorin einfach extrem viel gelernt habe, weil sie einfach auch eine wirklich virtuose Autorin war. Und das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn jemand auch so sehr über seine Geschichte schreibt, spricht, dass man dann so ein bisschen das Literarische auch teilweise vergisst. Und das war mir dann schon ein Anliegen, dass das auch, dass man sich daran halt auch erinnert, also was sie auch für eine Sprachkünstlerin war. Ja. Mhm. Sie hatte unglaublich viele Facetten, offen war sie ganz sicher, unverblümt auch. Sie konnte sehr, sehr direkt sein und sie war eben sowohl Publizistin wie auch Journalistin und Autorin. Ich schlage vor, wir hören einen ersten Text. Es ist eine Rede und es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Rede, die sie gehalten hat, als sie 1998 an der Universität Basel die Ehrendoktorwürde erhalten hat für ihr Engagement bei der Aufarbeitung der Aktion Kinder der Landstraße und eben auch für ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Rede ist eben vor kurzem herausgekommen im Limmat Verlag, von Mäusen und Menschen, ein sinniger Titel, und wir hören daraus einige Passagen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle recht herzlich und danke Ihnen, Herr Professor Haumann, für Ihre Einladung. Erlauben Sie mir vorerst, mich mit den Worten Angehöriger einer anderen akademischen Fachrichtung vorzustellen. Vor Ihnen steht eine verstimmbare, haltlose, geltungsbedürftige und moralisch schwachsinnige Psychopathin mit neurotischen Zügen und einem starken Hang zur Selbstüberschätzung, was Ihr Wunsch, Schriftstellerin zu werden, beweist. In Erwägung Ihrer hereditären Belastung, die Probandin gehört zur dritten Generation einer degenerierten Vagantenfamilie, kann eine dauernde Einweisung in eine psychiatrische Klinik nicht ausgeschlossen werden.
So lautet die psychiatrische Diagnose von 1964 mit dem Titel Gemeinsame. Hier stehe ich nun und kann nicht anders. Als Person bin ich, wenn Sie so wollen, eingeladen worden. Leicht verstimmbar, wenn ich solche Ungeheuerlichkeiten wieder lesen muss. Haltlos in meinem Zorn und meiner Trauer darüber. Impulsiv im steten Bemühen, mich selbst von der Unhaltbarkeit dieser Diagnose zu überzeugen. Anmaßend im Glauben, dass die Zeit Wunden heilt und hereditär mit der Verwundbarkeit meiner Vorfahren belastet, also, da schon diese allen Grund hatten, sich vor solchen Werturteilen und deren Konsequenzen zu fürchten. Immerhin, Schriftstellerin bin ich geworden. Eine, die sich, so gut es eben geht, den Verachteten, Ungeliebten, den Belächelten verschrieben hat. Jenen Seiltänzern wie ich, die es, je nach Erfahrung und Schicksal, oft bis in den Wahnsinn verschlägt. Und Wahnsinn steht am Ende fast jeder dieser Wege, so wie an deren Anfang nur allzu oft eine Diagnose steht, die sich buchstäblich selbst vorantreibt und sich mit etwas praktischer Nachhilfe in die Seele eines Menschen einmeißelt, bis dieser dran zerbricht. Ein einst verfasstes Gutachten oder eine einmal gestellte Diagnose ist für den Betroffenen wie ein Schatten, den er nicht an den Teufel, wie Chamissos Schlemihl, sondern an die Psychiatrie abgegeben hat. Nennen Sie diesen verlorenen Schatten das Ich, ohne dass keiner von uns ein erfülltes Leben führen kann. Anstelle dieses Schattens wird dem Kranken, je nach der in Mode stehenden ideologischen Stoßrichtung, ein künstliches Ich aufgezwungen, mit dem er sich selbstredend nie befreunden wird. Um zu überleben, wird er seine Abscheu, das Misstrauen und seine Verzweiflung gegen sich, den Schattenlosen, vermeintlich Schuldigen richten und seine selbstzerstörerischen Kräfte aktivieren. Wer bin ich denn, wenn ich ein Niemand bin? Ich kenne viele PatientInnen, die sich, nachdem sie als Nichts in die Akten der Psychiatrie eingingen, als Minderwertige, die der herrschenden Ordnung keinen Gewinn bringen, sich der Selbstzerstörung bedienten, um wenigstens den kleinen, verbliebenen Teil ihrer Menschenwürde, manche in den Tod, hinüberzuretten. Auch ich musste nach der Lektüre meiner Psychiatrieakten eine Krise durchleiden und habe sie nur dank einiger geduldiger FreundInnen überwunden. Liebe Anwesende, vor ein paar Wochen erzählte ich meinem treuesten Freund und Lebenspartner, dass ich bei manchen Begegnungen mit Nicht-Jenischen immer ein gewisses Erschrecken, Abwehr und oft sogar kaum verhohlene Angst in deren Augen zu entdecken glaube, wenn ich mich als Jenische oder gar als ein ehemaliges Opfer des unseligen Pro-Juventute-Hilfswerks Kinder der Landstraße zu erkennen gebe. Ich fügte bei, dass diese Entdeckung jedes Mal denselben Reflex in mir auslöse, nämlich den, besonders freundlich und fröhlich aufzutreten, um meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin zu beruhigen und von meiner Harmlosigkeit zu überzeugen. Natürlich weiß ich, dass sich in der Psychiatrie einiges geändert hat. Menschen werden menschlicher behandelt und es wird nicht mehr jede Auffälligkeit als Krankheit diagnostiziert. Im Zeitalter des Individualismus können es sich Individuen leisten, auffällig bis zur Exzentrik zu leben, ohne gleich in die Fänge der Psychiatrie zu geraten. Das gilt vor allem für jene, die in materieller Hinsicht nicht auffallen, also keine Fürsorgefälle sind und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Mir gelingt es, weil SchriftstellerInnen ohnehin einen gewissen Freiraum als Narren haben, die man bei Bedarf herbeiruft, um sie dann, sollten sie sich allzu aufsässig äußern, wieder kaltzustellen. Aber zumindest einige von uns haben nun einmal die eine und wichtigste Verpflichtung übernommen, daran zu erinnern, dass der Mensch dem Menschen verpflichtet ist, in welcher Verfassung er sich auch immer befinden mag.
Ich bin versucht, es Liebe zu nennen. Wäre dieser Begriff nicht zu abgedroschen und zu irreführend, da er nur allzu oft für unreife, sentimentale Gefühlsphänomene herhalten muss, die mit Liebe verwechselt werden. Auch in Ihrem Anstaltsarchiv, liebe Anwesende, befinden sich Dokumente wie jene gemeinsame, deren Schlussfolgerung ich Ihnen anfangs meines Vortrags zitierte. Darunter befinden sich auch Akten meiner Vorfahren, die bei Ihnen interniert waren. Ich will Ihnen nicht unterstellen, sich erst einmal in diesen Akten umgesehen zu haben, ehe Sie sich hierher begaben, um mir zuzuhören. Aber fragen möchte ich Sie doch, wie es Ihnen gelingt, einen Menschen in seiner Würde zu achten, wenn Sie ihn in seinen Papieren als eine verstimmbare, impulsive, haltlose und geltungsbedürftige Psychopathin mit neurotischen Zügen und einem starken Hang zur Selbstüberschätzung kennengelernt haben. Das macht diese Akten, je älteren Datums sie sind, umso gefährlicher. Es macht sie gefährlich, weil sie aus einer Zeit übernommen wurden, die den untersuchten Menschen nicht die geringste Menschenwürde zubilligte, da sie ja Minderwertige waren. Ihr Fluch fällt auf jeden ihrer Nachfahren, der das Unglück hat, in eine ihrer Anstalten eingewiesen zu werden. Vielen Dank, Miriam Japp. Für diesen kurzen Einblick in diese Rede, in diesen Text, es ist ein vernichtendes Bild der Psychiatrie, das wir hier erhalten. Und ich möchte Sie ganz einfach fragen, Sie beide, was geht durch Ihren Kopf als Psychiater, als Autorin, wenn Sie diesen Text hören, zuhören, Stichworte wie Akten, Diagnosen, aber auch Menschenwürde. Es ist auch ein Appell an die Ethik, an den Umgang mit Menschen. Sie hat ja diesen Text zuerst in St. Urban vorgelesen. St. Urban, wenn ich mich nicht täusche. Ja. St. Urban, das ist die psychiatrische Klinik des Kantons Luzern. Das liegt ganz weit draußen. Eine von den schlimmsten. Das kann ich bestätigen. Und da war, als sie das vortrug, eisiges Schweigen. Also, sie hat mir einen Mut gemacht. Und ich erzähle Ihnen diese kleine Episode, als in Basel, als ich studierte, haben wir als Studenten einen Filmabend organisiert. Und ein Film aus Italien, der hieß Nessuno o Tutti von Marco Bellocchio. Und das war die Geschichte vom Irrenhaus von Parma, Colorno. Und was dort gezeigt wurde, das hat uns alle irgendwie aufgelöst, weil da wurden wirklich alle Türen aufgemacht und es wurde mit allen Leuten in diesem Irrenhaus gearbeitet. Und der Film endet mit einem großen Fest, mit einem Ball, wo alle mitmachen. Und diese Möglichkeit eben dort anzufangen, wo es am schwierigsten ist, also mit den ganz großen Problemen, mit den Leuten, die ganz große Probleme haben, das war dann irgendwie auch ein Schlüssel für mich. Und was eben in der Schweiz nicht passiert, da wird diese Tendenz einfach, dass das, was man nicht sehen lassen will, dass das einfach versteckt wird. Immer noch. Und was Mariella uns eben hilft und uns Mut macht, genau diesen Schritt weiterzugehen. Und was sie schreibt, dann eben auch zu zeigen in diesen Anstalten.
Und das war dann eigentlich auch das, was wir in unserer Arbeit immer gemacht haben. Wir haben immer dort angefangen, wo es am schlimmsten war. Auch im Tessin dann. Ich nehme zwei Stichworte. Sie haben von Öffnung gesprochen. Denke ich, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und hörbar machen, was eben nicht gehört wird. Und Sie haben vorhin etwas ganz Ähnliches gesagt. Sie hat gegen ein Schweigen angesprochen. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr ganz genau, wie Sie es formuliert haben. Aber eben dort ansetzen, dort versuchen, eine Stimme zu entwickeln, wo es vielleicht gar nicht sagbar ist oder wo sehr, sehr viel Schweigen ist. Etwas, was ich sehr, was mir sehr geblieben ist in diesem Text, das ist auch im Abschnitt drin, den Sie gelesen haben, eben, ist der Versuch, die eigene Stimme zu schärfen, insofern als dass man als Mensch nicht zu einer Akte wird und mit dieser Akte ein Spielball anderer Menschen, die dann die eigene Geschichte schreiben wollen. Also für mich ist das, also das ist, wenn ich das jetzt so ein bisschen auf die literarische Ebene runterhole, diese Frage danach, wer seine eigene Geschichte erzählen darf und über wen man die vermeintlich eigene Geschichte erzählt. Und das fand ich einfach so extrem eindrücklich oder ist etwas, was mir sehr geblieben ist. Also wessen Stimme man dann im Endeffekt hört und wie selten man eine Stimme wie die von Mariella Mehr hört und wie viel Mühe da reingegangen ist, diese Stimme für sich selbst, ich würde fast sagen, zurückzuerobern. Ja. Ich finde, Sie sprechen hier einen wirklich ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an bei Mariella Mehr. Es ist, und ich würde gern beim Thema Akten vielleicht noch einen kurzen Moment auch bleiben, man muss sich das konkret vorstellen, über sie wurde eine Akte geführt und in dem Moment, als sie das gelesen hat, was da steht, konnte sie es nicht fassen, wer ihr da im Prinzip als Spiegel gegenübertrat und dass das sie sein sollte. Also das war so eine Dissoziation, das war nicht zu fassen. Und sie sagt ja dann eben, es hat sie in eine Krise gestürzt. Aber es ist... Also ich glaube, wir können uns das schlicht nicht vorstellen, was in diesen Akten geschrieben wurde und wie Menschen eben festgeschrieben wurden und ihnen eine Geschichte gegeben wurde, die nichts mit ihnen direkt zu tun hatte. Und wie, ich finde, welchen Punkt sie ja auch macht und den ich sehr wichtig finde, ist was das mit dem Materiellen. Also dass, solange man irgendwie in Anführungszeichen sein eigenes Geld verdient oder über Geld verfügt, man vielleicht noch ein Stück weit überhalb von einer Grenze ist, die einem davon schützt, nicht immer, aber doch, zu einem Spielball zu werden. Und sobald man diese Grenze überschreitet, sobald man da runterfällt, dass man eigentlich schutzlos ist. So. Und dass das etwas ist, was ich finde, was vor allem auch in einem relativ wohlhabenden Land wie der Schweiz extrem schnell vergessen gerät. Also dass viele Menschen nicht über die Freiheit verfügen, irgendwie ihr eigenes Geld zu verdienen oder geerbt zu haben, wie auch immer, und deshalb sehr schnell zum Spielball von anderen werden. Genau, das hat ja die Aufarbeitung in den letzten Jahren der administrativen Versorgung auch in aller Deutlichkeit gesagt. Am gefährdesten waren die, die eben genau unter dieser Einkommensschwelle waren. Eine Frage an Sie, Herr Immenegger, Stichwort Diagnose und Akten. Gibt's denn oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist denn das überhaupt möglich, dass solche Diagnosen gestellt wurden? Bis weit hinein ins 20. Jahrhundert? Ja, das frage ich mich auch. ich habe mich immer gewundert, wenn ich da in diese großen Maschinen hineinkam, diese Institutionen, die hatten keine Geschichte. Also man kam da rein und wurde da so als Arzt zur Unterhaltsarbeit verpflichtet, wie wenn das alles Natur wäre, naturgegeben.
Ja, so ist das eben. Und da gibt es gar nichts zu fragen. Und Frauen, man schaut nicht rückwärts. Und dieses ganze abstruse Zeug, was Diagnosen genannt werden, in diesem Fall von Mariella, hat ja eine lange Geschichte, wie man versucht eben, ja. Wie man versucht, mit Abnormitäten umzugehen. Die gesamte Eugenik und der Faschismus und der Nazismus haben da stark hineingewirkt. Und auch die Vorstellung, eben etwas, einen besseren Menschen heranzuzüchten, das wiegt eben sehr stark auch in dieser Art dann der Beurteilung. Ja. Und das hat weit, weit, weit bis in die 70er, 80er Jahre hineingewirkt. Und was ich gelernt habe und was ich in Italien gelernt habe, ist eben genau das Gegenteil, eben das Urteil aufzuheben. Und es ging eben nicht nur um Vorurteile, sondern es ging eben genau darum, das Urteil aufzuheben. Das ist ein Akt, der ist nicht nur einfach eine Negierung einer Diagnose, aber es ist etwas, was uns der Macht entkleidet. Und dass es dann möglich macht, dass dahinter Beziehung erscheint. Eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Und was ja fehlt in all diesen Diagnosesachen, ist genau das. Ja. Das, was Sie vorher Achtung genannt haben, oder Zuneigung, oder was Mariella mehr Liebe nennt, das kommt eben in diesen Sachen nicht vor. Und ich glaube, da muss man wirklich durchdringen. Und das ist ein... Franco Basaglia hat sehr viel über das geredet und geschrieben und das erklärt. Und das ist auch gar nicht so einfach zu verstehen, ja, weil es geht eigentlich gegen das institutionelle Denken. Und dieses Dekonstruieren von Urteilen und das Deinstitutionalisieren von Institutionen, das war das Handwerk, das die Italiener machten. Also das war jetzt ein bisschen so technisch, ja. Sie öffnen ein weites Feld. Ich nehme mit, ein Urteil aufheben oder eben nicht urteilen, sondern vielleicht zuerst mal zuhören und versuchen, in einen Dialog zu treten. Und ich denke, das waren so Grundanliegen von Mariella Mehr auch. Dann gerade in ihrer Arbeit als Publizistin, als Journalistin, sie ist dort besonders stark, wenn es um offene Briefe geht, wenn es um Reden geht, wenn sie ein Gegenüber auch adressieren kann, eine Antwort sich erhofft und in ein Gespräch kommen will. Also das vielleicht auch hat sie quasi so, so als ein Grundimpuls mitgenommen aus dieser ganzen Erfahrung heraus. Und das wird dann auch wieder das treffen, was Sie sagen, eben mit dem Anschreiben oder diese versuchen, eine Stimme zu finden, in ein Gespräch zu kommen überhaupt, wo es nur Stummheit gibt. Ja, und ich, also auch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, so einfach das klingt, den eigenen Blickwinkel ein bisschen zu erweitern. Ich fand so eine Szene, die ich sehr eindrücklich fand in Ihrem Vortrag. Es ist so eine ganz kurze Szene, in der ein Psychiater beschreibt, wie die Jenischen auf der Station gehen, was sie für einen Gang haben.
Und es ist auch eine Szene, die, soweit ich mich erinnere, in Zeus auch nochmal vorkommt in einer literarischen Abwandlung. Und dieses völlige Unverständnis, also wie dieser Psychiater nicht sehen kann, dass das, was er beobachtet, vielleicht damit zu tun haben könnte, dass die Menschen in dieser Institution in einer gewissen Art und Weise behandelt werden. Und das ist ja eigentlich ein so einfacher, also so etwas Simples, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass sie auch darum anschreibt, dass dieser Blickwinkel geöffnet wird, dass diese einfache Verschiebung von, weshalb ist das denn so, dass die auch stattfinden kann. Also ich kann da noch ein altes, als ich in Mendrisio zu arbeiten begann, in 2007, da waren die Leute, die dort arbeiteten, die empfanden die Institution so als den Mülleimer des Kantons. Ja. Also da kam dann alles rein, wo man nicht wusste, wohin damit. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, was das heißt, in einem Mülleimer arbeiten zu müssen. Und die nannten das wirklich so. Ja. Und das heißt auch, dass auf diese Institution ist ein Riesendruck ausgeübt, ja, von der ganzen Gesellschaft, dass die eben dazu da sind, also diese großen Apparate, in Zürich hat es ja viele von denen, einfach mal jetzt dafür zu sorgen, dass es ruhig ist in den Straßen und in den Wohnungen. Und wir haben dann, und natürlich ist es dann unwahrscheinlich schwierig, in diesen Bettenfabriken etwas Sinnvolles zu machen. Und wir haben dann in Mendrisio damit angefangen, wie uns das die Italiener gelernt haben, einfach mit dem ganz Schwersten anzufangen. Also mit denen, die meisten Probleme machten. Und haben uns ganz intensiv mit denen gekümmert. Und das hat dann dazu geführt, dass in 5, 6 Jahren wurden dort alle Zwangsmittel abgeschafft. Also alle Türen offen, alle Fixierungsgurte wurden weggeschmissen und es gab keine Isolierzimmer. Und als wir das erzählten hier in der Deutschschweiz, das glaubte uns keiner, das geht doch gar nicht. Und dann sind einige Kollegen dann aus Zürich und Basel sind dann gekommen und haben geschaut und haben alle Türen aufgemacht und kontrolliert, ja, sind wirklich alle Türen offen und so. Und in den Schränken gewühlt, ob es nicht doch noch Fixierungsgurte gibt und so. Weil sowas scheint nicht möglich zu sein. Aber es gibt in der Schweiz gibt es 2 Kliniken, also eine in Wallis, Malevo und im Tessin, in Mendrisio, wo man die Leute nicht fixiert, nicht einsperrt und die Türen offen hält. Und ich glaube eben, also für mich zum Beispiel, Mariella mehr in so Sachen sind, ist unwahrscheinlich wichtig, weil sie ist eine der ganz wenigen, die eine so radikale und präzise Sprache gefunden hat, um zu zeigen, was da wirklich läuft. Und sie müsste eigentlich ein Star sein in der schweizerischen Literatur. Sie besetzt auch einen ganz, ganz einzigartigen Platz in der Schweizer Literatur. Das ist völlig unbestritten. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann wird mir vor Augen geführt, wie brandaktuell sie ist mit ihren Texten. Wir sprechen hier über diese Rede von 1998. Das sind jetzt fast 25 Jahre ungefähr her. Wir hören jetzt gleich in einen Psychiatrie-Roman hinein, in dem sie das Leben und Treiben und die Situation in einer geschlossenen Anstalt beschreibt. Der ist ebenfalls von 1994, aus den 90er Jahren. Und wenn ich aber Sie sprechen höre über die Situation der Psychiatrie, dann denke ich, Ihre Texte, die sind tatsächlich unglaublich heutig und aktuell.
Und ich schlage vor, wir geben jetzt Mariella Mehr als Erzählerin eine Stimme und Miriam Japp liest aus dem Roman Zeus oder der Zwillingston, und zwar den Romananfang. Wir werden da mitten hineingeworfen in die geschlossene Klinik Narrenwald. Der Kommunikationsbedarf ergab sich für Dr. Bonifatius Wasserfallen aus der Existenz der Heil- und Pflegeanstalt insofern, als der vor ihm aufgebaute Gast ihr freiwilligster Gefangener war. »Es geht nicht an«, murrte Wasserfallen und riss ärgerlich die Augen auf. »Auch so einer wie Sie dürfte sich bei Gelegenheit zu entscheiden haben.« Er nannte ihn Schlaumeier und Witzbold. Als ob derartige Tatsachen wie Zweierleis ruhig vorgetragene Erklärung zweierlei zu sein oder zumindest gehälftelt leben zu müssen, ihm selbst ein Lachen abbringen könnte. Ihm, den Dr. Wasserfallen Schlaumeier nannte und Witzbold. Eine ziemlich respektlose, für ihn nicht eben schmeichelhafte Anbiederei. Es herrschten hier, das konnte Zweierlei bereits feststellen, seltsame Bräuche. 2 Tage waren verstrichen, seit er auf Pegasus, das zweite Fenster der Südfront, im 3. Stock der Krankenanstalt passierte, auf einer steinernen Amphore mit atypischer Öffnung landete, die sich später als Abtritt entpuppte und den Ort schleunigst verließ. Der eigenen Unsterblichkeit überdrüssig wollte er sich ihrer doch in erfreulicherer Umgebung entledigen. Aber da fand sich an Erfreulichem vorerst wirklich nichts. Wärter begegneten ihm, einige rempelten ihn auch an, aber niemand schien von seinem Überdruss, ja kaum von seiner Existenz, Notiz zu nehmen, bis er dann nach langem Umherirren vor Wasserfallen zu stehen kam. »Das Problem wird zu lösen sein«, sagte er sich. Zweierlei zu sein, wem läge solche Erfahrung näher als ihm? Es war schließlich kein Zeitvertreib. Es diene der Weltgeschichte, der hiesigen, gab er Dr. Wasserfallen zu verstehen. Von Weltgeschichte allerdings wollte Dr. Wasserfallen nichts wissen. Das Thema war ihm zu weit gefasst. Er fragte den mysteriösen Reiter nach dem werten Namen. Aber so weit, dachte dieser ohne Gewissensbisse, sind wir noch nicht, dass wir hier mit Namen um uns schlätzen, wenn doch noch nicht einmal aktenkundig war, dass er zweierlei war. Und so hieß er ja auch bereits für einige, die fremde Namen fürchten. Zweierlei. In der hiesigen Weltgeschichte ließ so mancher zweierlei zurück und nicht nur Namen. Soweit hatte er sich noch nicht verstiegen, dass er sich schon beim ersten Anbiedern verriet. Während Dr. Wasserfallen Essenszeiten, Tischordnung und Lichterlöschen erläuterte, als handle es sich um das Credo eines Irren, dachte zweierlei etwas melancholisch an seinen geflügelten Gefährten. Da biss ihn plötzlich eine von ihm bis jetzt nicht bemerkte Patientin in die Wade, dass es schmerzte, und er vor Schreck beinahe ihren Kopf mit seinen schweren Füßen zertrat. Was ihm ein leichtes gewesen wäre, hätte er nicht gleichzeitig den interessierten Blick des Doktors aufgefangen, der leicht verhangen die eher lächerlich zu nennende Szene beobachtete. Rosas fürchterlich grimmiger Mund an zweierleis Wade. Dr. Wasserfallen war gewillt, dieses Vorkommnis als Gewinn zu buchen, als Fortschritt im eintönigen Dasein der Rosa Zwiebelbuch, die an Erlebnissen arm sich auch gar nicht mehr erinnern mochte, wer oder was sie vor ihrem derzeitigen Leben in der Anstalt war. Ein Foto des von ihr eigenhändig erwürgten Sohnes trug sie wohl mit sich, zusammen mit anderem Papier unter dem zu lottrigen Büstenhalter. Doch darauf angesprochen, entgegnete sie früher wutschnaubend, dass es sich bei dem auf dem Foto zu sehenden rotbackigen Säugling um den Gottessohn handle. Das sehe doch jeder. Dass man sie partout nicht standesgemäß ehren wolle, sei eine besondere Perfidie des Herrn Doktor, die sie ihm jedoch seiner weißen Rockschöße wegen verzeihe und wegen des Genusses, ihm nahe sein zu können. Denn bei Dr. Wasserfallens Rockschößen gehe es um weißere als weiße, was man von denen der anderen Herren und Damen nicht sagen könne.
Die trieben sich ja auch in den Stallgebäuden herum oder fänden sich im unteren Kellergewölbe gleich reihenweise zum schnellen Zwitschern ein, sodass die Lustschreie bis in die Küchenetage zu hören seien und die Damen sich mit geröteten Gesichtern und glänzenden Augen beim Pillenverteilen rettungslos verzählten, wovon wieder der Schwarzmarkt innerhalb des Anstaltsgemäuers profitierte. Gelegentlich nannte Dr. Wasserfallen Rosa Zwiebelbuch seine Gebenedeite, aber wirklich nur gelegentlich, mit hochrotem Kopf und weinseligen Wangen. Doch das, so Rosas tiefste Überzeugung, machte keinen Hasen fetter und weckte keinen Gottessohn aus dem Tiefstschlaf, auf dass er, der Gottessohn, sie, Rosa Zwiebelbuch, erlöse. Und eigentlich hatte sie sich ja längst abgefunden. Über ihr Söhnchen befragt, gab sie schon lange keine Auskunft mehr, schnaubte nur wütend. Auch jetzt, da sie mit ihrem grimmigen Mund kniend an Zweierleis Wade hing, tat sie es stumm, aber außerordentlich gründlich. Die außergewöhnliche Gründlichkeit hätte Wasserfallen, der sie seit Jahren behandelte, auffallen müssen. Doch der war viel zu sehr damit beschäftigt, Mr. Namenlos oder Zweierlei, der angeblich von Flügeln getragen seinen Einstand in der Irrenanstalt gegeben hatte, die Räumlichkeiten und deren nur sie betreffende Verordnungen, Regeln und Erlasse zu erklären. Zweierlei, vom beißenden Schmerz an der Wade gequält, taugte nicht zum Beobachter sich mehr und mehr steigernder Gründlichkeit. Der hatte andere Sorgen. Dem waren die Rosa und der Schmerz verhasst. Er biss auf die Zähne, den Schrei zu ersticken. Zweierlei wollte Rosas Gründlichkeit nicht auf den Grund gehen, auf den Zahn fühlen, hörte nur das wütende Schnauben, das sich wie das Schnauben eines Tiers anhörte, als wäre die Seele eines solchen Tiers bei der Rosa zu Gast und als fände im Innern der Rosa eine gleichsam psychische Dimerisation statt, zwanglos und unbekümmert. Ja, vielen Dank, Miriam Japp, für die Lesung. Sie haben es alle gemerkt, Zeus oder der Zwillingston, das ist ein Roman, der beginnt nicht sanft, der beginnt extrem heftig, man wird hineingeworfen, man ist mittendrin in einer Welt, die man zuerst einmal vor allem nicht versteht. Es braucht Zeit, bis man kapiert, wer ist und wie sich das alles miteinander verhält. Und es sind sehr viele unterschiedliche Ebenen, die auch miteinander verknüpft sind. Yael Inokay, Sie haben sich gewünscht, dass wir einen Auszug aus diesem Roman lesen hier. Sie haben selbst sich sehr mit der Psychiatrie beschäftigt und einen Roman geschrieben, der in der Psychiatrie spielt. Was fasziniert Sie an diesem Text? Ich finde ihn ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, dass Mariella Mehr sehr virtuos mit verschiedensten Themengebieten, Schauplätzen, Figuren umgehen konnte. Also sie entwirft ein wahnsinniges Figurenpersonal an diesem Ort. Sie verknüpft diese Mythologie mit der Psychiatrie und das alles vereint sie zu so einem schlüssigen Ganzen und ist dabei auch wahnsinnig witzig. Also auf eine ganz heftige, schmerzhafte Art und Weise. Und das finde ich einfach, das kommt in diesem Roman besonders, besonders gut zum Zug. Ich mag auch sehr, also ich wollte sie eigentlich nicht jetzt auf die Psychiatrie irgendwie reduzieren. Ich mag auch sehr, einer ihrer Lieblingstexte von mir ist beispielsweise das Licht der Frau, wo sie über die Stierkämpferinnen in Spanien schreibt und eigentlich nochmal so eine ganz andere Stimme da auch zum Tragen kommt. Und mir hat aber vor allem einfach die Virtuosität dieses Romans extrem imponiert. Ja. Ist ja auch eine unglaubliche sprachliche Virtuosität. Ja, eben. Also das ist ein Riesenregister von direkt drastisch austeilen, direkt explizit sein, aber dann bis hin zu ganz feinen Passagen. Und ich finde das schon eine besondere Qualität von ihr, dass sie eigentlich
ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo sie nicht einfach so rums irgendwie, also der Roman fängt an und man hat eigentlich direkt das Messer in der Brust. Und das finde ich schon großartig, muss ich sagen. Also im Roman wird ziemlich viel mit Messern hantiert, das darf man auch sagen. Es ist wirklich ein Panoptikum der Gewalt, das sich hier entfaltet. Es wird getötet, es wird gedemütigt, es wird unterdrückt. Es gibt Hierarchien logischerweise zwischen der Ärzteschaft und den Insassen. Die wissen sich aber doch auch sehr zu wehren. Und das finde ich eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir vielleicht beim Thema Selbstermächtigung. Also das wollte ich sagen, dass dieses Schema, dieses einfache Schema von Täter, Opfer, das stimmt so nicht. Zumal wir ja nicht nur Täter haben, sondern auch TäterInnen in der weiblichen Ausgabe. Genau, also ich finde es sehr eindrücklich, wie sie dieses Weitergeben von Gewalt, wie sich das in Menschen einschreibt, wie sich das fortführt durch die Geschichte, durch die Generationen, wie eigentlich alles durchdrungen ist in dieser Welt von Gewalt. Das finde ich, ich sage mal eindrücklich, aber ich kann es halt einfach nicht, kann es nicht anders sagen. Und ich wollte noch ganz kurz anfügen, dass ich mir auch gewünscht hatte, dass dieser Text gelesen wird, weil das tatsächlich der Text von ihr war, der am allerschwersten antiquarisch zu bekommen war. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, irgendwie keine Chance. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass der dieses Jahr in einer Neuauflage erscheinen wird im Limmert Verlag, was mich natürlich extrem froh gestimmt hat. Und ich dachte, nutzen wir diese Veranstaltung, um ein bisschen Werbung dafür zu machen. Das ist wunderschön, dass Sie das sagen. Ich möchte aber doch Sie auch herfragen, Thomas Emmenegger, wie geht es Ihnen als Psychiater, wenn Sie diesen Text lesen? Finden Sie sich da drin oder finden Sie, wow, da übertreibt sich ein bisschen? Sie übertreibt nie. Also Übertreibung, das spielt... Ja, ja. Nein, was natürlich ganz toll ist, dass der Eigensinn, der da hervorsticht, der Person und dann eben auch die Unterwerfungsrituale, die es eben auch gibt, aber eben wie stark der Eigensinn der Person ist. Und was ich auch ganz toll finde, dass dann das Psychiatriepersonal, das reiht sich also vollkommen ein in das Romanpersonal, ja, und die haben überhaupt keine Sonderstellung, sondern machen da ganz aktiv mit, sie tragen bei zum Irrsinn des Ganzen, und das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, muss ich also sagen. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht jemand weiß, ob es davon auch eine Bühnenfassung gibt. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Es gibt ja einige Stücke von Mariella Mehr, die sie selbst geschrieben hat oder die dann auch aufgeführt worden sind. So ist, wüsste ich nicht. Aber das Stichwort, das ich aufgreifen möchte, eben Mariella Mehr kann witzig sein und sie hat Humor. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich würde Ihnen gern ein mini kurzes Video einspielen, 2 Minuten, aus einem Filmporträt von Marianne Pletscher. Sie hören und sehen Mariella Mehr selbst aus dem Roman lesen und sie gibt dann auch ein kurzes Statement ab über ihre Lektüre am Roman und was ihr wichtig ist. Rosa Zwiebelbuchs Einaugenblick. Rosas Auge forscht in den angstgeweiteten Augen, saugt sich im Abgrund der Augen fest, sieht endlich ihr Leben, sieht ihre Wahrheit, ihr Geheimnis, vor das man sich während all der Jahre stellte, ihr den Weg verstellte, damit sie nicht sah. Ein garstiges Brüllen ist zu hören, ehe die Rosa die Zähne entblößt
und sich mit einer einzigen blitzschnellen Bewegung am göttlichen Hals festbeißt, zubeißt, die reißenden Zähne nicht lösen kann vom göttlichen Fleisch, bis sich endlich eine Blutfontäne ergießt, in den Mund der Rosa ergießt, die säuft und säuft von dem Blut, grunzt und stöhnt und weiß sich sicher. Wieso dieses Gelächter? Was hat Rosa mit dir zu tun? Ja, ich habe endlich ein alter Ego gefunden. Ich habe 47 Jahre lang habe ich nach einem alter Ego gesucht, das das macht, was ich nie konnte. Dieses alter Ego tötet ja. Was hat das Töten für eine Funktion? Die Befreiung. Kann Töten Befreiung sein? Töten kann Befreiung sein, da bin ich überzeugt. Und ich weiß es. Und was bedeutet diese Befreiung für dich? Befreiung von was? Von dem Schmerz. Soweit Mariela Mehr zum Roman Zeus. Weibliches Töten spielt eine große Rolle in vielen Texten, nicht nur in Zeus, auch in der Trilogie der Gewalt, in Angeklagt beispielsweise. Wir finden bei Mariela Mehr wirklich diesen Tabubruch. Es gibt hier viele weibliche Figuren, die töten. Aber wir können das vielleicht auch, ich blicke ein bisschen auf die Uhr mit Erschrecken, wir können das vielleicht so im Raum einfach stehen lassen, bleiben beim Schauplatz Psychiatrie, aber wir gehen, machen jetzt einen fliegenden Wechsel zu Ihrem Roman Ein simpler Eingriff. Dort wird eingegriffen, es finden medizinische Eingriffe statt, es wird nicht getötet, aber es finden doch Grenzüberschreitungen statt. Es wird vielleicht nicht im genauen Wortsinn getötet, aber für mich fanden schon Tötungen statt in dieser Geschichte. Ja. Also so wie Mariela Mehr ja auch viele Facetten des Tötens eigentlich in ihren Werken anspricht, finde ich. Also das so durchexzessiert. Ja. Ein simpler Eingriff, Roman, der in der Psychiatrie spielt. Es geht dort um eine ganz bestimmte Praxis, medizinisch-psychiatrische Praxis, die durchgeführt worden ist. Das ist die Lobotomie. Und da können Sie, oder Sie haben dazu sicher sehr lange recherchiert, kurz sagen, worum es da geht und was das eben für Effekte hat. Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, im Rahmen dieses Abends etwas aus meinem Roman lesen zu dürfen, den kurz vorstellen zu dürfen. Es ging für mich oder es geht für mich in diesem Roman nicht um Lobotomien, aber vielleicht möchte er etwas über Lobotomien sagen und dann können Lesende selber entscheiden, ob sie finden, es geht um Lobotomien. Das Wort fällt ja nie im Roman. Nein. Es fällt nie. Und ich finde das interessant, weil mir öfters so unterstellt worden ist, dass das irgendein Kniff sei, dass dieses Wort nie fällt, aber dass es eigentlich genau darum geht. Und fände ich einen etwas simpler Kniff. Ja, soll ich jetzt was sagen? Also. Nein. Aber ich kann, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe natürlich sehr viel
sehr, sehr viel zur Psychiatriegeschichte recherchiert. Das, und da sind einfach verschiedenste Einflüsse da mit eingeflossen. Und ich glaube, dass es mich nie interessiert hat, einen historischen Roman zu schreiben. Ich bin auch keine Autorin, die Realismus mit Realismus hantiert. Aber das ist also von dem her für mein Empfinden, meine LeserInnen mögen das anders sehen, geht es in meinem Roman um was anderes. Aber ich kann Ihnen ja vielleicht einfach einen Auszug unbedingt daraus. Ja. dieser Roman erzählt von einer Krankenschwester, sie heißt Meret. Und in dem Auszug, den ich Ihnen vorlese, trifft sie eine sehr besondere Patientin. Die Frau und ich waren beide 25 Jahre alt. Ich sah in ihren Unterlagen, dass unsere Geburtstage nur 3 Tage auseinander lagen. Das merkte ich mir. Ihr Vater verspätete sich. So stand sie anfangs allein im Flur und schaute sich um. Sie zitterte nicht und hatte keine Angst im Blick. Diese Dinge kann man sich gut abgewöhnen. Aber ein Körper lässt sich nur bedingt überlisten. Die Hände werden nass. Ihnen entgleitet ein Gepäckstück, an das sie sich eben noch geklammert haben. Und der Koffer verrät mit einem lauten Knall, dass schwer gepackt wurde. Nie in der Annahme, man könnte lange bleiben. Ein schwerer Koffer will das Zuhause in einen fremden Raum bringen, mitsamt all seinem unnötigen Schnickschnack, damit es überhaupt möglich wird, sich darin aufzuhalten. Die Frau kam am Vormittag. Ein Eingriff lag gerade hinter mir. Die Patientin driftete langsam und ohne Komplikationen aus dem Rausch der Narkose in ihren schmerzenden Körper zurück. Der Doktor liebte es, am Morgen zu operieren und damit seinen Tag zu beginnen. Die Frau hatte den Koffer gleich wieder vom Boden genommen. Sie war unverkennbar eine Ellerbach, groß gewachsen, mit einer geraden Haltung und einem Gesicht, das nie einer armen Person hätte gehören können. Dieses Gesicht ging mit Geld und einer gewissen Anerkennung in der Welt einher. Ich kannte ihr Gesicht aus der Zeitung. Sie waren zu viert, die Ellerbach-Kinder, 3 Brüder und sie. Sie war die Jüngste. Sie hieß Marianne. Ich streckte die Hand aus, und sie reichte mir ihr Gepäckstück, verwechselte die Geste nicht mit einem Angebot, Bekanntschaft zu machen, wie es andere taten. Guten Tag, Sie sind hier, um mich abzuholen? Erst sah sie mich gar nicht an. Sie betrachtete noch immer ihre Umgebung. Ihr Blick folgte 2 Schwestern, die an uns vorbeigingen. So hatte ich Zeit für einen ungestörten ersten Eindruck, konnte meine Überraschung darüber runterschlucken, wie wenig auffällig sie trotz allem war. Es gab eine blaue Schachtel. Für Eingriffe dieser Art war sie mein Werkzeugkasten. Sie war voll mit Gegenständen, die einen Menschen beschäftigt hielten. Bücher, Bilder, Rätsel, Kartenspiele, Streichhölzer, ein Daumenkino, eine kleine Zierharmonika. Diese Gegenstände waren auch für mich da. Sie gaben mir Halt. Ich verspürte Zuversicht, wenn ich die blaue Schachtel aus dem Schrank nahm und sie zu meinen Patientinnen brachte. Etwas für Marianne Ellerbach auszusuchen war einfach. Als sie ihren Koffer öffnete, sah ich zwischen Bürste und Parfüm ein Kartendeck. Da wusste ich, dass ihr das Kartendeck in der Schachtel gefallen würde. Es war ein besonders schönes, mit einem filigranen Muster auf der Rückseite. Ich habe gesehen, dass unsere Geburtstage nur 3 Tage auseinander liegen, sagte ich. Sie sind zuerst zur Welt gekommen, am 12. September. Und am 15. war ich dran. Wirklich? Sie ließ von ihren Sachen ab und setzte sich auf das Bett. Nicht eine Sekunde hatte sie gezögert. Sie wippte mit den Füßen. Ich dachte in diesem Moment, dass sie eine große Freiheit besaß. Egal, wo sie hinging,
Sie konnte sich einfach setzen. Sie fragte sich nie, ob dieser oder jener Platz für sie bestimmt war. Wir schauten beide zur Tür, wo wir ihren Vater und den Doktor erwarteten. Ich wusste so viel über sie und sie wusste gar nichts über mich. Ich wusste von ihren Episoden. Da war eine Wut in ihr, die konnte so groß werden, dass sie detonierte. Und alles um sie herum, mit wüsten Worten, Schreien und Handgreiflichkeiten zurichtete. Diese Wut kam plötzlich. Wer dann in ihrer Nähe war, hatte selten genug Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Während Mariannes Blick langsam durch das Zimmer schweifte, betrachtete ich sie. Man sah ihr ihre Episoden nicht an. Sicher, da war dieses laute Lachen, die Unruhe in ihren Gliedern. Und sie war kindlich. So unverhohlen, wie sie ihren Blick richtete, wohin es sie gefiel, auf jedes Ding und jeden Menschen, hätte sie gut 15 Jahre jünger sein können, abgesehen davon wies nichts auf ihre Störung hin. Allerdings geht es schnell, dass das vermeintlich Normale kippt. Das wusste ich inzwischen. Als der Vater eintrat, stand sie nicht auf. Guten Tag, sagte er zu seiner Tochter. Und sie nickte, erwiderte unbeeindruckt die Begrüßung. Wahrscheinlich war sie der einzige Mensch überhaupt, der nicht intuitiv aufstand, wenn er das Zimmer betrat. Ich selbst ging einen Schritt zurück. Das passierte ganz ohne mein Zutun. Als der Doktor kam, stellte ich erstaunt fest, dass sogar er neben dem Ellerbach blasser wirkte, wie ein Foto, das seine Farben verloren hatte. Dabei war er üblicherweise selbst eine beeindruckende Erscheinung. Mit körperlichen Eigenschaften hatte das nichts zu tun. Der Doktor war weder groß noch breitschultrig, noch war sein Gesicht in irgendeiner Weise besonders. Aber er wusste, wer er war. Mit dieser Gewissheit nahm er alles für sich ein. Guten Tag, sagte der Doktor jetzt. Und als die gewohnte Wirkung ausblieb, wandte er sich zu mir, deutete auf die Akte meiner Hand und wies mich an. Schreiben Sie mit. Es war dem Ellerbach wichtig gewesen, dass der Doktor sie erst alleine traf, ohne seine Assistenten. Ein Wunsch für besondere Patienten, der bei allen anderen empört abgewiesen worden wäre. Aber nun setzte sich der Doktor sogar auf einen Stuhl, damit er mit seiner Patientin auf Augenhöhe war. Diese Episoden, begann er. Das bin nicht ich. Er nickte. Ein dankbarer Einwurf. Nein, das sind nicht Sie. Natürlich nicht. Deshalb würde ich auch gerne dafür sorgen, dass Sie diese Wut wieder los sind, wenn Sie mich lassen. Sie nickte zögerlich. Da ist etwas in Ihnen drin und ich werde es zum Schlafen bringen. Es wird Sie nicht mehr belästigen. Es schläft dann für immer. So einfach ist das. Ja, vielen Dank für diesen Einblick, kleinen Einblick in den Roman. Es ist, Sie beschreiben das sehr behutsam. Ich finde das bewundernswert. Die Sprache, die Sie finden, für diese, es ist ein ganz langsamer Bewusstseinswert, also so ein Prozess der Bewusstseinswerdung vielleicht, wo der Glaube an die Medizin oder auch an den Fortschritt schwindet. Ich fand das wichtig, diese Person so zu erzählen, dass das, was mit ihr im Verlauf dieses Romans passiert, diese Bewusstwerdung, diesen Verlust des Glaubens an die Medizin, das ist nicht eine Figur, die das Wissen hat, was wir haben, oder das irgendwie, diese Figur ist nicht wahnsinnig belesen. Alles, was sie eigentlich, durch das sie langsam den Glauben verliert, ist das, was vor ihr ist. Und das
fand ich interessant, diese Entwicklung so zu beschreiben und auch extrem schwierig. Ja. Und dass es eben auch nicht, es ist nicht aus der Perspektive der Ärzte, sondern es ist eine Krankenpflegerin, die in der Hierarchie irgendwo unten ist, nicht oder irgendwo dazwischen. Also das ist ja auch so in der Psychiatrie doch interessant, dass Pflegende auch eine sehr spezielle Rolle einnehmen und sehr, sehr nahe an den PatientInnen sind. Und ich fand das extrem interessant, das auszuloten. Pflegepersonal gehört nicht zum Stammarsenal literarischer Figuren. Und da wollte ich auch eine Lehrstelle füllen, weil sie sehr interessant sind. Ja. Also mich hat etwas tief berührt in diesem Roman. Es gibt die Männer im Roman, die wissen, wo es lang geht. Also der Arzt weiß genau, was zu tun ist. Und auch der Vater gibt da ganz klar einen Auftrag. Und das sind die Frauen, also die beiden Pflegerinnen. Es gibt dann eben noch eine zweite. Und die wissen nicht, wo es lang geht. Und was das Buch dann eben schafft, ist zu zeigen, dass das eine ganz große Chance ist, eine ganz große Qualität. Und das hat auch viel mit Zögern zu tun. Also sie zögern sehr viel, die Frauen. Aber nicht nur, weil sie nicht wissen, wohin, sondern weil das richtig ist, zu zögern. Und das, da habe ich mich sehr, sehr stark wiedererkannt. Walter Benjamin hat mal gesagt, dass die Heimat des Zögerers oder der Zögerin ist das Labyrinth. Und eigentlich sind wir in so Geschichten, wo es um Sachen geht, die man nicht versteht, diese Anfälle. Da findet man sich eben häufig wie in einem Labyrinth. Und in einem Labyrinth, da muss man zusammenstehen, da muss man Seite an Seite gehen, ganz nah. Man muss den Faden immer wieder aufnehmen. Es reicht nicht einfach nur, sich zu wiederholen. Und diesen Faden immer wieder aufnehmen und den Weg suchen, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und eigentlich ist das die Arbeit, die zu tun ist. Und ich bin auch richtig froh, dass das aufgezeichnet wurde und ich mir das nochmal anhören kann. Ich greife das Stichwort des Labyrinth auf. Wir sind jetzt selbst, wir haben jetzt selbst quasi ein Labyrinth ausgelegt an diesem Abend mit ganz vielen Stichworten, mit großen Themen, die wir angetippt haben. Und wir könnten jetzt noch die nächsten 3 Wochen, haben Sie vorhin gesagt, könnten wir jetzt über alles sprechen. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Ich schaue mit Erschrecken auf die Uhr. Was ich aber doch abschließend noch, wir haben nur wirklich jetzt einen ganz kleinen Blick hineintun können in Ihren Roman. Was ich aber doch sehr, wirklich sehr schön finde, ist positiv. Es sind ganz schwierige Themen, die angesprochen werden, aber es ist wahnsinnig viel Aufbruch in diesem Text und es findet auch eine Loslösung von der Institution statt und das endet einfach sehr positiv und schön. Ich glaube, dass es mir wahnsinnig wichtig war, weil man einfach weiß, dass manchmal auch die größte Liebe nicht stark genug sein kann, um irgendwie die Dinge ins Positive zu kehren. Aber
ich wollte das einfach in diesem, ich wollte das literarisch einfach tun. Das haben Sie wunderschön gesagt und ich nehme das jetzt als Abschlusswort dieses Gesprächs, dieser Runde, die wir hatten. Ich möchte jetzt zum Abschluss Anna Rüscher auf die Bühne bitten. Wir haben viel über Psychiatrie gesprochen. Es wurde aber auch gesagt, man kann Mariella Mehr auf keinen Fall darauf reduzieren. Und das möchte ich hier in aller Deutlichkeit wiederholen. Wir haben uns deshalb entschieden, wir möchten den Abend ausklingen lassen mit zwei Gedichten, die nochmals einen neuen Horizont öffnen und die eben auch sprachlich nochmals den Horizont öffnen auf die Wahlheimat Italien mit Anna Rüscher, der Übersetzerin. Danke, Christa. Danke, dass ich das... Das Buch steht draußen auf dem Tisch, leider... nur wenige Exemplare. Das Buch wurde in 50 Exemplare aufgelegt und es kam im Herbst 2021 heraus. Es sind Gedichte, die mir Mariella gegeben hat als Typoskript. Beim Suchen von anderen Sachen habe ich drei Typoskripte gefunden. Und da muss ich auch sagen, wie euch alle, dass ich Mariella dankbar bin für das Vertrauen, das sie in mir immer gehabt hat. Und dass sie mir eben ihre Gedichte immer wieder entweder durchs Mail geschickt hat oder eben durch diese Typoskripte, die ich noch habe und die wir jetzt hoffentlich langsam dann auch herausgeben werden. Aber das habe ich im Herbst 2021, als Mariella ein erstes Mal sehr schlecht ging. Und ich habe diesem Freund gesagt, also der Freund hat diese Kunstbücher gemacht und ich habe ihm gesagt, wir müssen ein Buch für Mariella machen. Dann hat er eine Künstlerin gefunden, die sich sehr an den Texten von Mariella interessiert hat. Und diese Künstlerin hat dann auch zwei Xylographien gemacht und das Buch wurde aufgelegt. Also wir können die beiden Gedichte lesen. Zuerst Deutsch und dann Italienisch. Zugeschmerzt, meine letzte Meile Zeit. Sinnlos, ihr lesbare Vergebung anzubieten. Etwas wie Blut schmückt meine Hand, als hätte ich gestern noch in Fleisch gewühlt mit meinem Verrat am wispernden Mond. Die Trauer zwängt sich aus den Ketten, forscht nach der Farbe, die ich nicht trage. Nur die Füße, eine untrügliche Spur, hinterlassen sich angemessen im Schnee. Er wird zum lasterhaften Rot beim Betreten, unbegehbar für andere. Abgesonnen ist jedes deiner Liebesworte, unnütz geworden, Geste und Blick. Und doch, verspinnt mich bei Niedrigwasser der Foenna eine Fee zu Kummer. Als wäre da einer, der hat, was mir bisweilen nachts zu sein gelingt. Chiuso nel dolore. Il mio ultimo miglio di tempo. Non ha senso offrirgli una remissione leggibile. Qualcosa che somiglia al sangue in gioiella la mia mano, come se ancora ieri avessi frugato nella carne col mio tradimento alla luna sussurrante. Il lutto si libera dalle catene, cerca
il colore che io non porto. Solo i piedi, una traccia inconfondibile, lasciano la misura di sé nella neve. Di un rosso vizioso diventa quando la calpesti, impercorribile per altri. Di senso inverso è ognuna delle tue parole d'amore, il gesto, lo sguardo, ormai inutili. Eppure una fata, nei giorni di secca della foenna, mi porta dolore, come se ci fosse qualcuno che ha quello che ogni tanto, di notte, mi riesce di essere. Im Licht des sprießenden Reiskorns will ich baden, ehe der Grauschlick auch dieses Glück zerstört und mein Reiskorn verkommt. Rebellisch geworden, ohne Umtuch, spreche ich mich frei von den vielen Untiefen, in die man mich stieß und stieß. Selbst wenn dort oben die Hölle brodeln sollte und jedes Gehirn entzwirnt von da zu dort oder hin. Einer von uns sollte das Gästebuch unterschreiben. Schon morgen könnte es zu spät sein, die Erde verbraucht und unbewohnbar. Nella luce del chicco di riso che germoglia voglio immergermi, prima che l'orrore distrugga anche questa gioia e il mio chicco di riso si guasti. Divenuta ribelle, a viso scoperto, mi assolvo dai molti bassifondi in cui sono stata spinta e spinta, anche se lassù dovesse ribollire l'inferno e ogni cervello srotolato di qui a lì o svanito. Uno di noi dovrebbe firmare il libro degli ospiti. Già domani potrebbe essere troppo tardi. La terra esausta e inabitabile. Herzlichen Dank, Yael Inokay, Thomas Emenegger, Anna Rüscher und Miriam Japp für diesen reichen Abend, den wir erlebt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen, fürs Zuhören. Lesen Sie weiter. Es hat draußen einen Büchertisch von Galligramm. Sie können alle Bücher dort finden und es sind auch alle Gäste noch einen Moment hier, wenn Sie die eine oder den anderen ansprechen möchten. Schönen Abend.